Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde ICO mit dem Toaster und natürlich mit mir, eurem Sunny. Ahoi. So, diesmal mal ohne den Heretic, der ist eben gerade noch mal kurz online gekommen, hat uns ein paar Hewn Logs in Auftrag gegeben, damit wir ein bisschen was zum Bauen haben. Aber der nimmt jetzt mal nicht mit uns aus, ausnahmsweise. Ja, wir haben hier mal ein bisschen Stein und Holz gesammelt. Der Toaster möchte nämlich anfangen, hier so ein Farmhäuschen zu bauen. Wir haben nämlich auch festgestellt, wir haben hier eine total geile Bereich für Wheat, für Korn, für Tomaten. Also hier kann man unglaublich viel sehr gut anbauen und das dachten wir uns, das machen wir dann auch einfach mal. Ne? Und Ja. ja, ich werde, ehrlich gesagt, ich werde mal bei der Gelegenheit mal nutzen. Ich werde noch ein paar Sachen lernen. Und zwar, erstmal wollte ich Mortar Construction. Ja, Herrgott, da kann ich jetzt mal auch das letzte lernen. Da ruft mich doch ernsthaft jetzt jemand an? Um die Uhrzeit? Krass. Dann wollte ich die Stonework Efficiency mal auslernen. So, zack, haben wir gemacht. Damit ich nämlich gleich noch ein paar Sachen, also den Kiln, ich habe ja letztes Mal den Kiln in Auftrag gegeben. Der ist jetzt natürlich schon fertig gebaut, auch ohne die gute Efficiency. So, Entschuldigung. Aber ja, Herrgott, damit können wir leben. Aber ich würde sagen, ich mache da noch mal so ein paar von den von den steinernen Braziers hier, von diesen Dingern. Da mache ich für jeden von uns halt auch noch mal ein paar. Damit wir, weil ich finde die viel besser als die Fackeln. Die Fackeln sehen zwar cool aus, vor allem jetzt mit dem neuen Update, aber dass man die hier halt mit Stein befeuern kann, finde ich halt super. Vielleicht sollte ich den andermal einen Auftrag geben. Die brauchen pro Stück 10 Minuten. Ach du Schande. Ganz kurz, sag mal, hattest du nicht irgendwie, gab's da nicht noch irgendwo eine Truhe für mich? Eine Truhe? Nee, den Stockpile. Nicht? Stockpile nur, Musst du dir mal okay. eine Truhe so machen. Also kostet halt ein Ja. bisschen mehr Loks, wenn das jetzt nicht der Heretic macht. Aber damit können wir ja leben. Der Kiln ist gebaut. Den muss ich mal gucken, wo ist denn der gelandet? Habe ich den schon im Inventar? Ach, ich habe aber was anderes im Inventar. Ich habe ein Smelting Book das letzte Mal ja in Auftrag gegeben. Ich hoffe, das war noch in der Aufnahme. Und das kann ich mal kurz lernen. Hier mal den Woodpulp raus. So. Und du müsstest dir dann auch gleich die Skill-Scroll mal wieder schnappen. So, Moment mal, ich schichte hier mal ein bisschen um. So. So. Ich habe dann jetzt Smelting gelernt und du solltest dann auch noch Smelting lernen. Also nur einfach, damit du wieder die 5 mehr Claim-Plots hast. Die wir wahrscheinlich niemals alle brauchen werden, aber egal. So, ansonsten hier ist jetzt. Läuft gerade mal alles. Also, hier sind gerade irgendwie um die 300 Campfire-Bohnen in der Mache. Und wir haben jetzt dadurch eine deutlich angenehmere Ernährung eigentlich. Also, die Dinger bringen mega viel. Zusammen mit den Huckleberries können wir uns so halbwegs gut ernähren, wie ihr seht. Also, das ist super cool eigentlich. Und die Huckleberries, die kriegen wir halt mega einfach, weil die ja immer wieder nachwachsen und die Campfire-Beans sind auch super. Ist also schon toll. Man kann noch ein bisschen effektiver werden, wenn man halt bessere Sachen kocht. Aber dann lassen wir uns einfach Zeit und kommen so nach und nach daran. So, wartet mal, ich wollte jetzt noch was lernen. Und zwar, Hunter wollte ich jetzt mal lernen, weil wir brauchen, wir, der Toaster, der möchte Taylor werden. Dafür brauche ich aber Butchery. Nur um Butchery zu können, müssen wir erstmal ein paar Tiere jagen. Also mache ich mal den Hunter. Ich opfer mich mal auf. Ich Ärmster, weißt du, ich Ärmster, ich muss Tiere töten. Das ist ja so grausam. Okay, Entschuldigung. Bow Efficiency lerne ich mal. So, damit mache ich mehr Damage anscheinend. Nein, was ist denn Bow Efficiency dann? Keine Ahnung, also es gibt Bow Damage. Der increased den Damage, aber was macht denn Bow Efficiency? Na, wahrscheinlich verbrauche ich dann weniger Kalorien, wenn ich den benutze oder so. Predatory Instinct, die Tiere lassen mich näher ran. Och, ich würde es mal ohne probieren. Ist ja sonst langweilig. Und Fishing will ich auch auf jeden Fall lernen. Da freue ich mich schon drauf.
Das finde ich eigentlich ganz cool. Da kann ich dann alles cleanen und so. Das finde ich ganz gut. Habe ich mal gelernt alles. Cleaning Efficiency auf jeden Fall auch. Cleaning Speed. Nö, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wie gesagt, also die Speed-Sachen finde ich jetzt alle nicht so interessant. Wir spielen vielleicht 2 Stunden, dann geben wir alles am Ende einfach in Auftrag und dann kann das halt bis zum nächsten Tag durchackern. Deswegen finde ich das halt gar nicht so sinnvoll, diese Speed-Sachen. Wenn man natürlich sehr aktiv, sehr schnell spielen will, dann ist das vielleicht sinnvoll, aber für uns, ich glaube, das passt so. Wo wird denn das gemacht? In der Fischerei. Okay, ich muss eine Fischerei irgendwie bauen. Wo baue ich denn eine Fischerei? Sekunde Ich mal. schleppe mal ein paar Hewn Logs rüber. Ja, mach das, mach das. Ich werde dich nicht abhalten. Fischerei. In der Workbench. Okay, dann sollte ich das auch bauen können. Das ist gut. Ich glaube, den Butchery Table, den hat der Heretic schon vor einer ganzen Weile gebaut. Das heißt, das ist alles Tutti. Und ich werde mir mal gleich ein paar Pfeile bauen müssen. Ich hoffe, ich kann die hier auch irgendwie bauen. Mal gucken. Also, ich brauche eine Fischerei. Fischerei, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Bin ich daran vorbeigegangen? Ja, und da, Fischerei, da. Okay, 20 Woodlocks. Na gut. Obwohl, warte mal. Unter was fallen die denn? Die fallen und das Survival ist da. Vielleicht baue ich lerne ich da einfach auch mal die Effizienz. Ganz ehrlich, was soll das? Der Blödsinn, dass ich das nicht lerne. Und da sind auch die Arrows dabei. Ich lerne jetzt einfach das durch. Das hier. Was ist das hier? Research Efficiency. Die lerne ich jetzt nicht mehr. Ich habe nicht mehr genug Punkte. So, habe ich jetzt auch mal gelernt. Jetzt kann ich die Grundsachen auch mal endlich richtig machen. Hier, was soll's. Die haben jetzt nicht so viele Punkte gekostet. Zwar, klar, hat was gekostet, aber nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt kann ich hier den Fischerei-Dings und sowas halt auch billig bauen. Und auch die Storage Chest. Brauchtest du noch eine Storage Chest? Habe ich schon da. Ach nee, die habe ich in Auftrag gegeben. Okay. Hole ich mir gleich ab. Okay. Sonst hätte ich sie dir jetzt gebaut. Ich kann es jetzt auch billiger. Die Fischerei. So, dann kostet die mich jetzt nämlich nur noch 4 und nicht 20 oder sowas. Voll krass. Also der Unterschied ist halt mächtig. Und ich brauche Pfeile. Dafür lohnt sich's auch. Dann kann ich jetzt ziemlich deutlich mehr Pfeile mit Sicherheit herstellen. Aus der gleichen Menge. So, 15 Pfeile aus 3 Woodlocks. Also. Dann mache ich mir mal 50 Pfeile. So. Ach nee, ich habe 50 Mal einen Auftrag gegeben. Das sind 200 Pfeile. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir mal 20. Das sind 80 Pfeile. Okay, ich denke mal, das passt. Das ist immer noch viel, aber ich denke mal nicht ganz so übertrieben. So, wo landen das denn jetzt? Ach so. Ich glaube, bei mir sind die Storages gar nicht verbunden. Wo schmeißen wir es rein? Du sollst da reinschmeißen. Was ist mit dir? Ah, du musst dir hier deine Kiste rausnehmen. Ja, mache ich gerade. So, ich habe die Fischerei rausgenommen. Die kommt dann in mein Haus. Die Fischerei. Ja, heißt tatsächlich so. Also. So. Hat jemand zufälligerweise einen Hirsch gesehen? Ständig, nur nicht, wenn man sie braucht. Ja. Ich bräuchte auch, glaube ich, 3 Hasen. Warte mal, ich gucke noch mal genau, was ich brauche. Ich glaube, ein Bison, 3 Hasen und 3 Hirsche. Damit ich dann Butchering lernen kann. Storage, Status, nein, Crafting, hier. Butchery. Ein Hirsch. 3 Elche. Ne, 2 Elche und 2 Hasen. Okay. Ah, ich brauche weniger als die 3, die jetzt, weil ich ja tatsächlich die Efficiency gelernt hatte. Für Research. Ja. Gut, einmal könnte ich noch lernen. Die nächste kostet mich allerdings 50 Punkte, wird aber auch wahrscheinlich die letzte sein. Okay. Gut, ist dann das nächste Mal. Und wir haben die Skillrate aufs Dreifache erhöht. Das seht ihr auch unten in meinem Chatfenster ja da drinnen. Hat leider nicht so gut funktioniert, muss ich zugeben, weil sich das immer wieder zurückgestellt hat. Ich musste das dann
in der Datei auf dem Server ändern, weil sonst hat sich das bei jedem Restart des Servers wieder resettet. Das war ein bisschen merkwürdig. Da vorne ist ein Bison. Da vorne ist ein Bison, wollte ich auch gerade sagen. Cool. So. Ich versuch's in deine Richtung zu treiben. Na, ich guck mal erstmal. So. Hab natürlich schon jetzt hier den fast den maximalen Damage oder so. Hab ich's erwischt? Bin mir nicht sicher. Und einen Hasen habe ich hier gerade entdeckt. Ist das jetzt. Ah. Verdammt. Hier geblieben. Kann ich mit der Axt drauf einschlagen? Nein. Versuch mal lieber nicht hinterher, du machst es. Okay, doch, das sieht gut aus, oder? Aber bringt nichts. Ach, Mann! Ah, vorbei. Ah, verdammt, ich dachte, ich könnte es. Oh! Habe ich es erwischt? Ja. Nein! Oh, wie es genau in dem Moment die Richtung wechselt, ne? Jetzt ist es gleich am Wasser. Dann kann es nicht weg. Nein! Ja. Gott, und ich spiele Rainbow? Ernsthaft? Ja, nein! Wie konnte ich denn den verfehlen? Boah, wie das Vieh gespickt ist, ne? Ja, ich hab's erlegt. Ich hab ein Bison erlegt. Ich bin ein Mann. Entschuldigung. Okay, ich hab Bison-Karkass. So, Hase? Davon ist ein Hase, oder? Oh, da ist ein Hase. Warte mal. Verdammt. Jetzt rennt er. Also rennen kriege ich die. Achso, warte, aber rechts von uns ist auch noch einer. Ja. Der sitzt gerade. Wo? Da. Ich sehe es nicht. Ach, da. Der steigt da gerade hoch. Warte mal, ich brauche einen anderen Winkel, damit ich den Hasen besser sehen kann. Der bewegt sich langsam. Das wäre doch die Chance. Ja! Oh. Sehr gut. Zack. Gleich einsammeln, gar nicht das angucken, wie niedlich das Vieh ist. Jetzt kriege ich noch Schuldgefühle hier. Der war vorbei. Ah, verdammt. So. Na gut, du machst es schon. Ich gehe mal weiter. Ja, ja, ich muss Materialien transportieren. Das wird dauern. Das ist das einzige Vieh, bei dem ich mir sicher bin, dass ich es treffe. Und ich will es nicht töten. Die Schildkröte, Alter. Die Schildkröte. Komm. Lass dich sehen. Zeig dich. Ja. Nein. Wieso bleibst du denn jetzt stehen? Eben gerade hast du dich in die Richtung weiter bewegt. Jetzt. Ja, ich habe einen zweiten Hasen. Sehr, sehr gut. Gib her. Okay, zwei Hasen. Jetzt fehlt mir nur noch zwei Elche. Werde ich wohl mehr Erfolg haben, wie ich vermute, in den Wäldern. Und dann werden wir mal zwei Elche noch schießen und dann gucken wir mal. Alter, wie die Hasen hier lang rasen, ey. Ist ja krass. Also rennen kriege ich die aber, glaube ich, niemals. Schon wieder aus den Augen verloren. Kann ich den Pfeil auch wieder irgendwie abbrechen? Ja, ich muss einfach was anderes auswählen, okay. Eigentlich muss ich auch die Pfeile nicht in der Schnelltaskleiste liegen haben, ne? So. Zack. Ach, dann bin ich ja gerade bei meinem Haus, da kann ich ja mal die Fischerei hier lassen. Oh, hier ist der Wolf. Und ein Elch. Da ist ein Elch in der Nähe meines Hauses. Eigentlich voll fies, ne? So. Die Tiere haben keine Angst vor Menschen und so eine Scherze. Oder fängt die einfach an zu jagen. Bringt ihnen die Angst vor Menschen bei, weißt du? So voll fies. Ja, mal sehen, ob sie es lernen werden. Irgendwann, als ich mich gestern hier einmal eingeloggt habe, um mich voll zu fressen, bin ich halt... Ich hatte halt mich ausgeloggt direkt neben der Feuerstelle oben auf dem Berg. Mhm. Und... In Abwesenheit des Menschen sind dann halt auch schon alle möglichen Tiere da in unmittelbaren Umgebung herumgelaufen.
Ein Wolf stand eigentlich so 5 Meter von mir entfernt und ist panisch weggerannt. Ich habe mir dann das erste Mal überhaupt das Haus angeschaut, weil ich kannte das noch gar nicht in der Form. Bin oben aufs Dach spaziert, dann lief unten gerade ein Hirsch vorbei, ist dann auch weggerannt, als er mich bemerkt hat. Ja, der Heretic hat da nochmal ganz schön dran rumgebosselt an dem Haus. Hat man jetzt bei mir in der Aufnahme auch noch nicht so richtig gesehen. So, Elch. Ghetto Elch. So, da ist noch ein Elch. Ich werde den mal auch rüber jagen zum Wasser. Und da treffe ich ihn am ehesten, denke ich mal. So. Verdammt, daneben. So, jetzt nicht ablenken lassen, nicht dem falschen Elch hinterher. Dem Verletzten will ich weiter hinterher. Oh, verdammt. Der ist auch echt fix hier im Unterholz. Oh, Alter. Ja, hab ihn direkt vor unserer Haustür erwischt. So, sehr gut. Damit habe ich alles. 2 Elche, 2 Hasen und ein Bison. So. Dann Butchering. Zack, wir lernen das Butchering. Sehr, sehr gut. Ich wollte eigentlich die Fischerei gleich bei meinem Haus absetzen. Na gut, das kann man immer noch gleich machen. So, dann nehme ich mir erstmal die Pfeile mit. Sekunde. So. Und repariere mal meinen Bogen. Also Bogen könnt ihr natürlich theoretisch auch einfach benutzen, ne? Nur ich mach halt mehr Schaden und sowas. Wenn man halt den Skill dazu hat. Aber, ja. Das geht alles, finde ich. Also das ist halt irgendwo ganz schön gehalten. Jeder kann an sich alles machen, ne? Nur man kann sich halt spezialisieren, damit man weniger Kalorien verbraucht und sowas halt alles. Apropos, da bin ich echt am Überlegen. Es gibt Calorie Efficiency. Decreases Consumption. Nur für den Stonehammer. Ach, und für mich, also meine persönliche Consumption wird dadurch geringer anscheinend auch. Ja gut, das wäre ja... Ich lerne das mal. Schaden wird das schon nicht. Boah, aber 15 Punkte der nächste, ne? Und Big Stomach können wir auch mal machen, dann kann ich mehr Kalorien essen. Da bin ich länger satt. Das ist auch eine gute Sache. So, okay. So, 80 Skillpunkte bekomme ich jetzt. Dadurch, dass du jetzt die Campfire Beans machst, ne? Da bekommt man tatsächlich durch die höhere Zahl, die die haben, ne? Bekommt man dann tatsächlich auch höhere Werte. Das ist voll cool. Also jetzt habe ich einen Durchschnitt von 1. Also ich habe 1,8, 2,8, 2,2, 2,4. Vorher bin ich nie über die 2,0 in allen Werten rübergekommen. Und jetzt habe ich nur noch einen unter 1,8. Also... Und das ist auch nur, weil ich wahrscheinlich ein bisschen ungeschickt gegessen habe, beziehungsweise wir müssen halt irgendwie noch Carbs halt... Ja, ich müsste halt irgendwie noch eine Carb-Quelle finden, also eine Kohlenhydrat? Eine Carbs-Quelle. Carbs sind Kohlenhydrate, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Also zum Beispiel Wheat. Wheat könnten wir machen. Hast du schon Wheat-Seeds eigentlich? Nee, ne? Müssten wir irgendwo haben, doch. Also ich hatte ja mal was eingesammelt. Es würde mich wundern, wenn ich es nicht eingesammelt hätte. Okay. Ja, ob man dann halt auch die Seeds dazu bekommen hat, ne? Okay, wenn nicht, dann kann ich sie herstellen. Wenn wir Wheat haben. Wheat müssen wir haben, aber... Ja, Wheat haben wir 7 Stück. Dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, versuch mal Wheat Seeds herzustellen, weil wir haben bisher keine Wheat Seeds, bevor aus Versehen mal jemand das Wheat verbraucht und wir dann die Seeds nicht haben. Mhm. Obwohl wir wahrscheinlich auf der Welt irgendwo noch Wheat rumstehen haben, so ist es jetzt nicht. Na, also, man würde wahrscheinlich schon hinkommen, aber... So, dann gehe ich mal rüber zu meinem Haus, stelle da mal die Fischerei auf und baue mal mein Haus, war weit fertig.
Willst du noch, also brauchst du gerade Hilfe beim Hausbau? Möchtest du was Bestimmtes machen oder? Nö, erstmal nicht. Ich würde dann, glaube ich, um Hilfe bitten, wenn ich welche brauche. Okay. Jetzt gerade So. weiß ich noch nicht, Zack. was ist denn das? Das Smelting müssen wir auch gucken. Also im Endeffekt muss ich dafür allerdings noch mal ein extra Haus bauen. Warte Mit mal, was heißt denn das Sicherheit. nochmal? Was? Melting. Smelting. Schmelzen. Ach so, Ich muss Ingots und sowas noch herstellen. ja. Ansonsten habe ich gesehen, hier gibt es ja schon so einen komischen Ofen, um Ziegel herzustellen. Ein Kiln, ja. Genau, den brauche ich nämlich, um die Bloomery herzustellen. Da habe ich mich doch letztens so drüber aufgeregt, dass das so unlogisch gemacht ist. Weil ich brauche den Kiln, um die Bloomery herzustellen. Den Kiln kann ich auf Stufe 4 herstellen, die Bloomery aber schon auf Stufe 2. Stonecrafting. Was halt voll unsinnig ist, weil ich halt erst Stonecrafting 4 brauche, um den Kiln herzustellen. Aber dann theoretisch mit Stonecrafting 2 die Bloomery herstellen könnte. Wo ich dann echt so da stand und mir dachte so, was soll denn der Blödsinn? Okay, ich mache mir jetzt einen zweiten Stockpile, weil meiner ist hier fast voll mit Erde. Das ist so doof. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Erde einfach bei dem Heretic auslagern. Wir werden sowieso demnächst die Dirt Ramps und die. Ach so, Dirt Ramps kann ich ja jetzt auch herstellen. Mit einer hohen Effektivität eventuell. Ach nee, das gehört zum Rainrite mit Sicherheit. Und obwohl wir sie im Carpenter Table neben in der Workbench herstellen können, werde ich jetzt keine Boni haben. Andererseits, wir haben so viel Erde. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Wo ist denn die ganze Erde hier hin? Ah, doch, dann muss der Heretic schon mal Erde verbraucht haben, weil hier ist eine Menge Erde weg. Warte mal, ich guck mal. Den Rainrite Table hat er aber noch nicht fertig gebaut, ne? Ah, guck mal, hier baut Doch, er. ich glaube schon. Ich dachte, ich hätte den gesehen. Hat er den dann vielleicht schon unten Ist aufgestellt? das das Ding mit diesem Schleifrad oder so? Ja, tatsächlich. Da hat er tatsächlich schon einiges hergestellt. Okay, da müssen irgendwo die Straßen und Dirt Ramps gelandet sein. Ja, wo? In welcher Kiste? Hier nicht. Hier auch nicht. Auch nicht. Hä, wo sind die denn dann gelandet? Hat er hier noch irgendwo eine Kiste, von der ich nichts weiß? Achso, vielleicht die hier? Nee. Wo landen die denn dann? Ist hier unten irgendwo eine Kiste? Gott, hier ist so duster, ne? Ach so, das hier gilt ja auch als Kiste. Ja, genau. Oh Gott, wir haben 100 Dirt Ramps. Ja, geil. Ja, da müssen wir dann auch mal gucken. Allerdings brauchen wir auch noch die Dirt. Hä, gibt es nicht auch Dirt Street? Dirt Road? Gab es doch eigentlich auch, oder? Ja, ich glaube schon. Aber wo wird die dann hergestellt? Moment. Das ist unter Engineer, Basic Engineer, das da. Road Tour Recipe. Wofür brauche ich denn Road Tour Recipe? Stone Ramp? Stone Road? Nee, tatsächlich gibt es eventuell keine Dirt Road. Hä? Dafür brauche ich vielleicht dieses Dirt Tool, dieses Road Tool. Würde ich mal vermuten, dann baut man die vielleicht mit dem Road Tool direkt auf Dirt. Das könnte natürlich sein. Was ist denn wo baut man denn dieses Road Tool? Moment, Moment, Moment. Road Tool Recipe. Das baut man in der Workbench. Schade, das wird dann der Heretic für uns noch nicht gebaut haben, aber Herrgott, das kriegen wir dann das nächste Mal hin. Okay. Und dann nehme ich mal an, das kann dann sogar jeder benutzen. Das heißt, er kann uns dann einfach so ein Road Tool herstellen und dann können wir das einfach benutzen. So, ich nehme mir hier nochmal. Nee. Ich nehme mir hiervon nochmal was mit. Ey, lass mich daran. So.
Zack. So, dann habe ich genug, denke ich mal, um jetzt das Haus mal so weitestgehend fertig zu bauen. Ich brauche ja noch mein Living Room und einen General Room. Aber das sollten wir damit fertig kriegen. Und dann machen wir so eine Art Vorgebäude vielleicht nochmal oder Vorraum. Ja, obwohl die Fischerei, die könnten wir auch in den General Room erstmal mit reinpacken. Ich glaube, die zerstört ja den General Room Effekt nicht. Und dann wird das Haus sowieso später nochmal viel größer werden oder vielleicht, ja, vielleicht ein zweites Stockwerk kriegen oder so. Mal gucken. Eigentlich war ich losgegangen, um mir nochmal einen zweiten Stockpile zu bauen, ne? Naja, naja, gut. Jetzt muss es so gehen. Okay. So, dann haben wir jetzt ein bisschen Erde wegnehmen hier. Gehört leider auch dazu. So. Zack. Hattest du dir bei mir mal angeguckt, wie meine Sachen halt aussehen, meine Fenster und sowas? Weil da siehst du ja dann, wie Fenster aussehen. Na, ich hatte Fenster in dem Haus oben schon gesehen. Achso, ja, genau. Und ich habe ja die aus Stein, stimmt. Achso, okay, ja, das guck ich. Ja, also wie gesagt, also ich im Nachhinein, ich denke mal, das wird sinnvoll sein, wenn jeder von uns einfach Wood Construction und Stone Construction lernt. Das ist zwar irgendwo verschwendete Punkte, weil dann halt jemand eine Proficiency, also eine Spezialität halt lernt, die er eigentlich nicht unbedingt bräuchte. Aber dann kann jeder halt das Haus so bauen, wie er will und nicht muss sich nicht dauernd mit dann absprechen und fragen, hey, kannst du mir mal das Dach bauen oder ich will mal hier eine Veränderung haben, wie sieht denn das aus, wenn man da das hinsetzt und nicht das? Weißt du, das ist sonst vielleicht doch ein bisschen nervig. Weiß ich nicht. Also irgendwo wäre es natürlich ganz cool, muss ich ja sagen. Weil es halt uns dazu zwingen würde, halt miteinander zu arbeiten. Aber ich glaube, jetzt mit der Erhöhung der... Ehrlich, du bist voll stockbar. Das ist doch jetzt ein Scherz. Okay. So. Werden wir das auch so hinkriegen, denke ich mal. Zack. So. Jetzt habe ich noch 5 übrig. Na toll. So. Gleich werden wir aber ein bisschen Stein verbrauchen, um hier den Umriss fertig zu kriegen, denke ich mal. Die Fischerei, ehrlich gesagt, die kann ich ja mal vielleicht einfach erstmal mit in die Küche stellen. So. Passt da jetzt nicht ganz perfekt hin. Aber ich denke mal, das ist schon ganz gut. Die braucht... ja, muss in einem Gebäude stehen, aber das Gebäude kann mega klein sein. 4 Quadratmeter. Nee, 4 Kubikmeter. Das ist ja mega winzig. So, dann könnte ich jetzt hier, wenn ich jetzt zum Beispiel den Storage hier mit anschließe, ja, habe ich. Jetzt das Cleaning machen. Hier Clean Urchins. Sehr gut. Okay, ich bekomme aus 10 Urchins 12 mal Fisch raus. So, eine Fischtrap könnte ich mal bauen. Okay, das sollte ich mir dann auch unbedingt angucken. Eine Fischpole. Kelp kann ich abbauen. Wie kann ich denn Kelp abbauen? Und was ist Kelp? Seetang oder so, ne? Ja, ja. Aber harvested from Kelp? Da gibt es auch Kelp Seeds von. Ach du Schande. Kannst du Kelp Seeds? Hast du eine Erhöhung für Kelp Seeds? Lass mich klauen. Also es wird mir zumindest jetzt nicht speziell angezeigt. Okay. Na gut, müssen wir halt mal gucken. Ach, übrigens. Deswegen habe ich wahrscheinlich vorher so wenig Acorn, also Eicheln gesammelt, weil das ist unter Grassland Gatherer und nicht unter Forest Forager. Das ist ja dumm. Okay. Wobei ich da auch schon Level 1 habe. Also schon Level 1. Ja, solltest du halt auch komplett lernen, denke ich mal. Ja, nächste Stufe ist 10 Punkte. Ich habe jetzt gerade nur 4 zur Verfügung. Ja, alles kein Stress, ne? Alles kein Stress. Ja, okay, gut. Gut zu wissen, ne?
So. Genau, aber Kelp habe ich jetzt nicht gefunden. Steht. Okay. Dann hoffen wir mal, dass man einfach so davon genug kriegt. Dass man es halt selber anpflanzen kann oder so. Mal gucken. So, dann mache ich mal hier oben erstmal das Dach vielleicht drauf. So. Da muss ich mal die ganze Erde rüber schleppen. Weil jetzt können wir es ja für Dirt Ramps und sowas dann verbrauchen. Beziehungsweise, ja, auch, also das mit den Fertilizern, da blicken wir irgendwie noch gar nicht durch. Also, ich habe mir das auch nochmal versucht anzugucken und das ist irgendwie auch so, ja, also es ist drinne und es hat Auswirkungen, aber irgendwie finde ich nirgendwo heraus, wie und, ja, irgendwie ist das Wikipedia, wo die selber halt drauf verlinken, naja, nicht so gut gepflegt, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die tatsächlich immer noch sehr viel Änderung reinbringen, recht regelmäßig Sachen verändern, weißt du? Und ja, da ist es halt schwierig, das Ding halt wirklich aktuell zu halten. Das fand ich schon damals bei Dead by Daylight, nee, nicht Dead by Daylight, Seven Days to Die meine ich, war das halt auch schon so, dass ich weiß noch, eine Zeit lang war das mega aktuell, deren Wikipedia. Ja, und das hat dann immer mehr nachgelassen, weil die Leute halt es immer anstrengender fanden, das halt immer aktuell zu halten, weißt du? Weil sie haben halt was geschrieben, Artikel, und Vierteljahr später war der halt völlig, völlig abstrus, falsch mittlerweile sozusagen, ne? Weil das halt gar nicht mehr stimmte, was da drin stand. Und das ich weiß noch, ich habe damals auch mal einen Artikel geschrieben, also sagen wir mal so angefangen Artikel, so ein bisschen was gemacht, damals als der Bluten- oder Verbluten-Effekt halt reinkam, und habe halt auch beschrieben, wie man den halt ändern kann und sowas, und bin halt ein paar Wochen später ins Spiel rein und habe festgestellt, dass es mittlerweile anders war oder so. Und ja, dann habe ich halt geguckt und dann hat ihn auch mittlerweile schon jemand geändert. Der hatte auch mehr Erfahrung damit, Wikipedia-Artikel zu schreiben und so. Das hat man deutlich gemerkt. Da kannte sich mit dem System besser aus und hat das halt auch deutlich verbessert, diesen kleinen Artikel, den ich da verfasst hatte. Fand ich auch cool. Aber irgendwann wird es halt nervig, wenn dauernd du Sachen wieder verändern musst, ne? Weil sich das Spiel halt dauernd ändert. Also irgendwo ist es ja cool, ne? Schön, wenn sich ein Spiel weiterentwickelt, aber irgendwann, schätze ich mal, geht dann halt der Elan auch verloren, sich da immer drum zu kümmern. Ich muss zugeben, hier habe ich mich aber noch nicht in die Nähe irgendeines Wikis gewagt. Also ich habe nur versucht, im Spiel herauszufinden, wie das mit den Fertilizern funktioniert. Ja gut, ich muss zugeben, das ist bei diesen Early Access Spielen und vor allem diesen Survival Games mittlerweile auch gar nicht mehr machbar irgendwie. Also egal, um welches Spiel, von welchem Macher es sich handelt, die sind alle mittlerweile so umfangreich, ja, sie machen halt auch gar keine Tutorials mehr, ne? Es gibt also, hier gab es ja jetzt ein bisschen Tutorial, aber seien wir mal ehrlich, wirklich, wirklich großartig war das jetzt nicht, ne? Ja, vor allem, ich glaube, das, was man da im Tutorial gelernt hat, das wäre wahrscheinlich größtenteils relativ selbsterklärend gewesen, aber dieser Fertilizer. Ja, so Kleinigkeiten halt wie die Steuerung mit dem Tab-Taste und sowas, das hätte wohl ein bisschen gedauert, bis man das herausgefunden hätte. Ja, oder gut, okay. Wie cool hier eigentlich die Waypoints funktionieren. Also das finde ich ja sehr cool, dass ich halt einfach die Maustaste lösen kann, dann auf den Button halt draufklicken kann und das dann direkt hier in der Welt ändern kann. Das finde ich halt mega cool. Also das ist halt auch mega gut umgesetzt, finde ich. Es hätte ewig gedauert, bis ich da drauf gekommen wäre, glaube ich. Aber die meisten Sachen, so wie die Construction und sowas, das war halt, ja. Andererseits, ich habe auch mitbekommen, dass Leute es fertig bringen, ihr Haus zu bauen, und obwohl die Erklärung mit Shift und Wheel, Mouse-Wheel dasteht, es trotzdem nicht hinkriegen, obwohl sie das dann schon durchgezogen haben und so. Also, naja. Gut. Geschmackssache, teilweise. So, den Hämmer. Das Hämmerchen. Den Hämmer, genau. Moment, habe ich jetzt die richtigen Blöcke hier verwendet? Nämlich die Blöcke oder. Hier hatte ich nämlich nicht die Blöcke verwendet, ne?
Hier hatte ich das verwendet. Moment. So. So, ganz kurz nochmal. Wie kann ich mit den zum Beispiel Mortar Stone unterschiedliche Formen basteln? Na, du nimmst den Hammer in die Hand. Ah, ja. Und drehst halt das Mausrad. Allerdings hast du wahrscheinlich nur zwei Sachen zur Auswahl, nämlich die normale Wand und diesen und einen so ein Klotz. Ja. Okay, genau. Dann ist es wohl so. Wie gesagt, du kannst halt Stone Construction lernen. Dann bekommst du halt mehr Sachen, wie auch die Fenster und sowas halt mit rein. Das musst du dann in der Folge bei mir gucken, weil ich mache das gerade. ja, also da kannst ganz du kurz. Halt... Hä? Stone Construction ist wo? Unter Masoner oder Masonry oder so. Okay. Und da hast du halt Stone Construction. Und der hat dann wiederum drei Unterteile, nämlich einmal die Ich sehe es, aber ich bräuchte erstmal 50 Punkte. Ich habe gerade mal 5. Ja. Ja, die Spezialisierungen werden halt mega teuer. Sag mal, wie viele Spezialisierungen musstet ihr denn schon lernen? Ich bin noch bei 15 für die nächste Spezialisierung, die ich lernen muss. Krass. Eigentlich richtig krass. Naja, egal. So, das Einzige, was ich jetzt Fishing und hier die Efficiency habe ich gelernt, ja. Oh Mann, ich habe auch gar nicht genug Punkte, sehe ich gerade, um dann weiterzumachen, weil ich habe nicht mal die 15 Punkte und noch 2 Punkte übrig. Das heißt, Butchery lernen und so, das ist dann auch erst in der nächsten Folge dran. Beziehungsweise in der nächsten Aufnahme sogar erst. Es wird wahrscheinlich... Apropos Aufnahme, bei wie vielen Minuten sind wir denn? Moment. Wir sind bei, na klar, 40 Minuten Folge, mal wieder. Ich fasse es nicht, 37 Minuten. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge, ne? Oh Mann, 37 Minuten. Sag mal, ciao. Ahoi. Bye, bye.